Der Winter naht in großen Schritten, wenn man zum Fenster rausschaut, möchte man es zwar kaum glauben, aber wir haben schon Mitte Oktober. Es kommt die Zeit, wo wieder Nebel herrscht, vor allem speziell im unteren Rheintal. Worauf müssen denn die Autofahrer besonders achten, wenn jetzt wieder der Nebel und das schlechte Wetter auf uns zukommt? Ja, wir haben seit letztem Jahr die Winterausrüstungspflicht. Das heißt, in der Zeit vom 1. November bis zum 15. April muss eine Winterausrüstung am Fahrzeug angebracht, sprich Winterreifen montiert sein, wenn die Fahrbahn Schneematsch hat, wenn Schneefall ist, also wenn eine Schneefahrbahn ist, oder wenn die Fahrbahn vereist ist. Was für Strafen drohen jetzt den Vorarlberg oder was für Konsequenzen drohen, wenn diese Winterausrüstungspflicht verletzt wird? Prinzipiell drohen einmal Strafen bei 35 Euro, wenn man keine Winterreifen montiert hat. Das wird aber noch der kleinste Teil sein. Bei einem Verkehrsunfall kann man ein Teilverschulden zugesprochen bekommen, wenn man nicht beweisen kann, dass dieser Verkehrsunfall eben auch mit Winterreifen passiert wäre. Was für Gefahren bringt jetzt die Winterjahreshälfte noch mit sich aus Sicht der Autofahrerclubs? Ja, wir befinden uns jetzt wieder im dunklen halben Jahr. Das heißt, die dunkle Zeit am Tag wird länger, die helle Zeit wird kürzer. Einfach zu beachten ist, dass jetzt das Licht immer eingeschaltet wird in dem Moment, wo es dämmert, einfach damit die Sicht besser ist. Die Sonne steht tiefer, das heißt, als entgegenkommendes Fahrzeug sieht man einen eh nicht so gut. Von dem her wirklich das Fahren mit Licht, bitte aufpassen an die Autofahrer, die nur tagsüber